gar nicht geschaut. S. Was passiert hier? Knochenflug wirkt auf einen größeren Bereich. Okay, das hatte ich halt nicht gemacht, aber habe ich gedacht, mache ich irgendwann. Ist schon geil. Okay, man muss, glaube ich, hier hin. Oder? Kommt man in dieser Zeit nicht da durch? Also ich komme hier nicht rüber. Mit Porten? Ich muss, glaube ich, in eine andere Zeit, oder? Und in der Zeit, in Epoche, deswegen, Last Epoche, in der ich mich befinde, ist ein Abgrund. Bin ich jetzt an der exakten Stelle an der Zeit? Ja, ist ja genauso. Das ist ja genauso hier. Ich muss halt dahin. Aber hier ist auch so ein Teil. Hä? Na, schauen wir mal. Ja, okay, dass die Range so ist, ist halt schon krass. Doch, die Zeit ist anders. Ja, weil man konnte, glaube ich, in meiner Zeit da nicht rein. Ja, okay, heftig. Okay, das macht schon Sinn. Okay, wir haben schon mal messen, was da ist. Jo, heftig. Das ist krass. Ich glaube, aus diesen komischen Teilen kommt immer so eine Art Elite-Gegner raus. Und irgendwie sehe ich nicht, gar nicht. Was ist mit meiner HP, Alter? Mal kurz. Dieser Kreis um ihn herum ist auch wild. Diese scheiß Kugel hier. Mal den neu. Damit erwische ich, glaube ich, sogar die ganzen Kugeln hier. Okay, krass. Heftig. Ultra nice. Minus ein Trankslot, dafür mehr Gesundheit, Widerstand der Leere, Schutz vor Fallengrenze erhaltener Schutz beim Trankannahme pro 10 Intelligenz, Trank erhaltener Schutz beim... Ich glaube, das ist sogar, dass meiner besser ist. Ich behalte noch meine. Obwohl diese Spells sind genau für mein Ding gemacht. Wegen dem Filter. Geil, Mann. Ganz andere Tiere. In der Vergangenheit Dinos, oder? Okay, jetzt bin ich hier und muss in die andere Epoche zurück. Theoretisch schon, ja. Ja. Okay, hier geht's halt dann nicht weiter, oder doch? Aber ich glaube, ich muss zurück. Deswegen ist es extra so gemacht. Trotzdem bin ich neugierig. Dass der Flug auch so viel Schaden macht, habe ich nie realisiert, ja? Der macht schon so schon Schaden, oder sind die so low? Einfach geil, diese Zeit. Oh, wow, wow, wow. Okay, hier ist Ende. Aber was ich lustig finde, zumindest 2 von 5
Spells, die ich nutze. Also die ich final nutze, nutze ich sowieso schon. Das finde ich geil. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Zurück in die Ruined Era. Sehr geil. Ja, die anderen kommen dann mit dem Level dazu. Krass, Mann. Bis jetzt bin ich begeistert. Bestimmt, wenn ich dann krasse Gegner habe, bin ich in Panik wegen der Steuerung, weil das ist immer noch das zweite Mal im Leben, dass ich mit Click-to-Move spiele. Ich weiß, dass Controller auch geht, aber ist halt nicht so akkurat, wenn du irgendwohin Flüche setzen willst. Und mit Controller könnte ich halt chillig vom Sessel spielen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, Jero. Ich habe einen Sessel, der über 20 Jahre alt ist. Kennst du das? Kennst du die Serie Friends? Wo Joey und Chandler sich auf zwei Sessel gehockt haben und so nach hinten gechillt haben? Kennst du die Szene? Zufällig? Ja, schade. Auf jeden Fall gab es da so eine Szene. Da haben sie sich zwei Sessel besorgt. Und haben sich gemeinsam vor dem Fernseher gehockt. Die haben immer irgendwas geschaut. Ich weiß nicht mehr genau was. Und genau diese Szene hatten wir mit meinem Kumpel früher nachgestellt. Ich hatte mir zwei Sessel geholt und habe mich damals da hingehockt und am Fernseher geschaut. War cool. Und diese Sessel habe ich von meinen Eltern geholt. Die sind zwar über 20 Jahre alt, glaube ich. Weiß nicht, wann es genau war, 20 oder länger oder weniger. Und den hätte ich jetzt da, denn ich habe ja Schmerzen, Rücken, Füßen, Augen, blablabla. Und das Wichtigste ist immer, nie eine Position zu halten, sondern mich zu verändern. In eine andere Sitzposition. Egal welche. Lange Zeit geht eh nicht. Und da kann ich mich halt so zurücklehnen und teilweise ist das nicht schlecht. Ist das nicht schlecht für den Rücken? Die Position wirkte ganz gut. Für 10 Minuten bin ich schon da drauf gehockt. Man kann sich normal hinsetzen, man kann sich so zurücklehnen. Das geht dann vorne hoch, kennt man ja so. Und wenn ich Controller spiele, würde ich das ab jetzt so machen, weil Controller am Tisch ist immer scheiße. Du quetschst deine Arme so auf den Tisch und kannst nicht so gescheit zocken, ist immer doof. Und da könnte ich mich ganz zurücklehnen in den Sessel. Sieht auch in der Kamera ganz witzig aus. Sieht auch in der Kamera ganz witzig aus. Also es ist voll lustig. Und beim nächsten Controller-Spiel würde ich das mal probieren. Um den Rücken vielleicht ein bisschen zu entlasten. Die sind hier auch gebufft gewesen, ey. Einfach ein Sessel zum Zurücklehnen im Endeffekt. Was dann vielleicht das Steißbein. Man merkt es ja, ich setze mich auch immer wieder um. Mal links, mal rechts, mal mehr seitlich, mal das. Immer um den Rücken so ein bisschen anders den Schwerpunkt zu haben. Weil ein Schwerpunkt lange Zeit geht halt nicht. Immer verändern, genau. Nie starr sitzen, immer verändern. Und bei mir ist es halt noch ein bisschen was Besonderes wegen den Vorerkrankungen halt. Oh, es sieht aus wie ein Bossraum. Oder wie so ein Eventraum wieder. Ich komme gar nicht so hinterher mit diesen ganzen Flüchen hier. Ah, ich konnte gerade hinter die Säule nicht hinblinsen. Yo, also ist das jetzt krass. Aber dass ich nichts mehr looten darf, ist auch wild. Ich bin auf meinem Level. Und der Guide ist für Endgame. Jetzt loote ich nie wieder und bin dann total schwach. Er lässt mich nur noch zu, die Endgame-Sachen looten. Schau mal, was da alles liegt, Alter. Nichts. Oh mein Gott. Neuen Golem holen.
Oh mein Gott, komm da raus. Ah, der Golem tankt, ne? Oh. Digga. Das hat alle 8 Sekunden einen Fluch setzen. Aber der macht doch Schaden, das passt schon. Yes, geil. Okay, ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich sterbe jetzt, weil da eine fette Explosion war und ich war direkt daneben. Ich durfte was looten. Imagine. Zack. Und weg ist es. Ich durfte was looten. Schau mal, ich darf hier nichts looten, Alter. Crazy. Ich könnte mal kurz den Filter an- und ausschalten, um nur zu gucken, was da ist. So, weißt du, wie ich meine? Einfach mal hier. Ich gehe mal auf den anderen. Okay, jetzt kann ich mal gucken. Ist hier wirklich nichts, was ich... halt X gedrückt, damit hebst du den Lootfilter kurz. What the fuck? Okay, danke. Ist ja viel spannender. Du kannst sogar noch Steuerung drücken, um zu vergleichen. Die haben ja an alles gedacht. Ist ja voll geil. Also bis jetzt ultra. Ich halte X und Steuerung gedrückt. Krämpfe Ink. Ist das eigentlich gut? Ich krieg ja auch kein Geld oder sowas. Weißt du, was ich meine? Jetzt alles looten und verkaufen? Krieg ich auch sonst kein Geld. Komm, ich loote, ich verkaufe das. Will ja auch ein bisschen Kohle, oder nicht? Brauche ich keine Kohle? Was ist denn das hier? Bin aber mal wieder mehr AFK, muss mal was wegen Nightingale erklären. Okay, mach das. Erklärung ist wichtig. Ich habe jetzt einfach mal frech gelootet, obwohl ich nicht looten durfte. Einfach Rebelle, weißt du? 4 auf das haben wir gesagt, gell? 4 und 1. Jo, habe ich. Geil. Herstellung offline, jederzeit der Herstellungsschmiedebildschirm, um deinen Gegenstand zu verbessern. Wie jederzeit F drücken? Also egal wo ich bin, kann ich einfach meine Gegenstände erhöhen. Erhöht P-Generation, verringert der Wurf, Angriffsgeschwindigkeit, verringert den Schaden. Wieso? Auf bald. Danke. Wieso ist denn dieser komische Gegenstand jetzt da? Gegenstand zum Erstellen hinzufügen. Okay, und dann? Habe ich. Modifikator verwenden. Zerstören einen Gegenstand und gewährt eine zufällige Anzahl von Affix-Splittern mit seinen Kräften. Spinnst du? Fügt allen leeren Affix-Slots einen Gegenstand zum zufälliges Affix mit Rang 1 und so verfügt über eine erhöhte Chance, ein seltenes Affix auszuwählen. War mein das kaputt oder wie? Einzigartige Gegenstände können nicht geschmiedet werden. Okay. Sind die, was heißt einzigartig? Ist das legendär oder wie? Ach, einzigartig in Klammern. Okay. Gegenstand zum Herstellen. Aber warum herstellen? Ich hab's doch schon.
Ah, hier. Mana, Geschicklichkeit. Was ist das? Affixe verbessern? Physischer Widerstand und mehr Gesundheit. Achso. Kosten bei 1 bis 10 Schmiedpotenzial. Affix verbessern. Achso, dann kriege ich hier mehr Gesundheit und hier kriege ich mehr physischer Widerstand. Okay. Und das Ding ist immer noch drin, obwohl ich... Das kann ich unterwegs machen und so fly. Oh. Steißbein ist eine Katastrophe, sage ich euch. Könnt sogar mit Maus und Tastatur spielen. Beim Sessel. Ich muss nur meinen Stuhl neben hinstellen und irgendwie draufhalten. Kann mal gucken. Was will er? Auf bald. Ich würde gerne kurz wegporten, verkaufen. Was da doch huge wäre, wenn du unser Fly verkaufen könntest. T wie Portal. Ach, hier sind diese Handschuhe. Stimmt, die habe ich nie aufgesammelt. Die darf ich sogar aufsammeln. Mehr Mana, mehr Elementarschaden, LP-Entzug, erhöhte Entzugsrate, mehr Widerstand. Weniger Rüstung verringert deine Gesundheit. Blitzwiderstand, aber die darf ich anscheinend. Einzigartig. Komm, ich mach das einfach. Hey, wenn das Spiel das so glaubt, dann mach ich das. Verköfen hier. Na, das ist der intelligente Typ hier. Ich habe jetzt extra mal gelootet, dass ich ja doch was verkaufen kann. Ich komme nur von der Seite hin, oder was? Zack. Crass. Okay. Weiter geht's. Erreiche den unteren Bezirk, der hinter der Rüstkammer liegt. Jo. Ich weiß nicht, was dieser Buff heißt, wenn ich so draufschlage. Irgendwas stackt bei dem. Irgendwie ist Stackerino. Das ist so ein großer, wa? Ich nutze das gar nicht, um Schaden zu machen, sondern um mich zu supporten. Das Teil hier. Geil, Mann. Ich finde schon, das ist theoretisch schon mein Lieblingsspell, den ich in Levels 2, 3, 4 bekommen habe. Richtigen Skill gibt. Ich werde es aber schon, also richtigen Talentskill, also Dings da, Final, Endgame-Dings. Ich werde es aber so bereuen, dass ich Melee bin. Glaube ich. Irgendwann. Aber ist nice. Aber finde ich gut, jetzt muss ich nicht so viel dotten. Noch irgendwie so ein Elite-Ding-Typ hier. Aber ich habe gelesen, dass ich dann bei der Skillung, also so überflogen, alles gelesen habe ich eh nicht, dass ich dann anscheinend viele Buffs aufrechterhalten muss. Ja, ich schätze, ich bekomme noch irgendwelche Buffs oder irgendwas, anstatt diese zwei, Diener-Bums, Ficky-Dings-Bums. Wie entspannt die Archer da stehen. Wie entspannt die Archer da stehen. So, zack. Schön alle gedottet. Zusätzlicher Trank, Slot und I. Ich habe irgendwas gelootet. In der Schmiede übertragen. Achso, warte. Wenn ich jetzt F das hin tue.
Deine Gesundheit, Ausweichwertung? Irgendwas war mit zusätzlicher Trankslot. Muss doch immer aus der Schmiede rausholen, das Teil. Ja, schön, so ist schön. Ist echt schön so. Aber nämlich auch krass, dass durch die Rüstung, also durch den Gürtel, dass die Slots begrenzt sind, der Heiltränke. Irgendwie müssten sie ja begrenzt sein, ist ja klar, aber der Gürtel ist wild. Ich kann ja kurz einen nehmen und dann kann ich hier Q und zack. Geil, Mann. Lustige Spielweise. Bestimmt, wenn ich mich irgendwo reinporte, bin ich weg. So. Schnell gehen wir zurück. Jo. Ich gehe weiter. Safe gehe ich den ganzen Weg nochmal zurück. Ich muss dahin. Dieses 7-fach, 8-fach Stack, 9-fach Stack, das ist irgendwas, hab gar nicht geschaut, was das genau ist. Je öfter ich zuschlag, desto mehr passiert irgendwie was. Aber so ein kleiner Gegner oder so ein kleiner Elite-Gegner kostet ganz schön viel Time. Hast du ganz schön viel Time hier. Ich hab direkt reingeblinzelt. Oh, sorry, irgendwie Mikrofon. Unanständig berührt. So weh. Einer fehlt. Ich spreche mit dem da. Zack. Okay, irgendwas kommt jetzt. Irgendwas Böses. Sieht aus so wie immer so ein kleiner Bossraum. Das ist echt geil, wenn du da rausgehst, bleibt ja die Ding zurück. Bleibt ja dein Körper zurück, dann machst du Schaden. Wow! Alter. Ja, nicht nur. Weil wieso ja, mit der linken Maus das Laufen habe ich halt nicht drauf. Ey, Click to Move Endgegner. Ich laufe direkt in das Ding rein. Ich wollte so rumlaufen, aber ich bin so rumgelaufen. Okay. Muss ich hier rein? War das das? Warte mal. W, 2, 3, E. Gut Schaden gemacht, das Ding. Run! Ja, ich werde jetzt wieder laufen. Ey. Ich sterbe wie ein Held hier. Ich wollte bei dem Großen... Das wieder? Nein! Wie muss ich da klicken mit der Maus? Digga! Wie muss ich da... Ich klick to move Endgegner schon. Ja, Digga. Also, ja, hier ist der... Ob ich jemals dieses Click to move verinnerlichen werde? Wie muss ich denn da laufen mit Click to move? Scheiße. Wieso hat er das zuerst gemacht jetzt? Damit noch gar nicht gerechnet, erst später. Also das hat er vorher auch gemacht. So muss ich laufen, so muss ich laufen. Mit dem. Ich kann irgendwann mal Hilfe beten. Ja. Oh, noch irgendeine Fehlfunktion. Yo, wie viele Sachen hat er denn um sich herum? Und wo ist er denn eigentlich? Da. Nein. Oh. Weg. Boah,
auf falsche Taste gedrückt. Sachen. Neuen Golem holen mal auch. Was ist er denn jetzt? Achso. Okay, macht es immer gegen Uhrzeigersinn. Lass mich doch auch mal Schaden machen. Ich kann. Das ist wieder so eine Sache, wenn du jetzt hier Melee bist. Jawohl, jawohl. Und ich darf auch irgendwann. Tab ist halt. Ich würde gern Tab-Inventar machen. Achso, ne, Tab ist ja Karte. Okay, okay. So. Heute liegt der Splitter, nimm den Splitter. Okay, jetzt war nur eine andere. Jetzt kommt. Okay, muss ich andere Zeit gehen jetzt wieder? Fragezeichen. Ja, Zeitreise in Fragezeichen. Ja. Okay. I see, 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 see. Gut, bin wieder in der Stadt oder so. In einer komischen Zeit hier. Keine Ahnung, was für ein Ort es ist. Ich verstehe. Show you how to stay safe. Was mit ihm? Wer ist da? Da? Auf bald. Hä? Wer ist da? Da. Okay. I? Habe ich nichts. Was ist das für ein Ding hier? Betritt den Zeitriss und schalte deine Meisterschaft frei. Was willst du von mir? 4, gell? 4, ja. S? I? P? Der letzte ist, bin ich muss, geht das nicht erst bei 20? Was bin ich denn? Wo steht denn mein aktuelles Level? Hier steht's nicht. I. S. Nee, ich kann doch gar nicht 20 sein. Geh nach oben und sprich mit dem Ältesten. Aua. Scheiße, zwickt. Wieso zwickt denn diese scheiß Unterhose so in den Eiern? Was ist denn das? Aua. Das ist doch die gleiche wie die andere. Okay. Ach so, das ist nach oben. Ich verstehe. Jei. Das ist ein Weg hier. Oh mein Gott. Hallo. Wie kannst du mir helfen? Frau, bla, nutze Macht, bla, bla, bla. Meisterschaft. Achso, ich muss gar nicht 20 werden. Ja, wir machen erstmal hier Lich King, werden wir erstmal hier. Mhm. Ein Patient des verursachten Schadens wird als LP entzogen. Zauber- und Nahkampfangriffe verursachen erhöhte Schaden. Hier sieht man schon Nahkampf. Deine Diener verursachen, das ist anscheinend mit vielen Diener. 5% mehr Schaden, Fluch. Okay, das ist Dotten anscheinend. Das ist Nahkampf und das ist mit Pets. Machen wir erstmal das. Ja, ich weiß, habe ich gelesen. Man kann nicht mehr Schnittergestalt.
Okay. Alles klar. Dann nehme ich die Viecher raus. Golem lasse ich immer noch da. Würde ich sagen. S. Golem lasse ich mir noch da. Nehme ich das hier weg. Schnittergestalt. Charakter übernimmt die Rolle des Todes höchstpersönlich und nimmt die Schnittergestalt an, wodurch er vorübergehend die Fertigkeit Sensenschnitt erhält. In der Schnittergestalt werden keine LP regeneriert, sondern über Zeit verfällt. Fallen die LP des Charakters auf Null, stirbt er nicht, sondern verwandelt sich in seine menschliche Gestalt zurück und heilt seine LP aus. Ja, okay. Gut, das klingt krank. Jetzt habe ich auch Lich hier. Also ich kann jetzt alle, steht da. Sie konnten alle. 0, 0, 0. Ich mache halt hier noch 8 rein. Und dann vielleicht sogar hier. Also steht doch die Reihenfolge, wie man das machen soll. Ich habe gesehen, 20. Also habe ich hier noch 2. 20, 89, 4. Da würde ich sogar 20, 4 und dann hier anfangen. Touristisch. Ja. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob das hier... Ach so, das ist ja sogar hier so geskillt. Stimmt. Kann ich hier draufklicken? Ja, kann ich draufklicken. Okay. Ja gut, das ist ja klar. Okay, Moment. Oh, das ist ja auch geil. Ich fange an mit 5, 4 und dann 8. Habe ich. Und dann, okay, du meinst so, wie es hier ist, dann fange ich, gehe ich hier weiter bis auf 10. Yo, 3 Millionen Punkte, alles voll und dann am Schluss erst die 4. Ja, okay, machen wir das halt auch so. So, ich bin erstmal hier. Geil, das ist ja, die Seite ist ja voll strong, also wer so eine Seite machen kann, ist ja krass. Da ich jetzt selbst gesehen habe, wie schwer so eine Seite zu machen ist, das ist ja krass, sowas. Menüs mit Untermenüs, mit Scroll, mit allem. Hier nur Teile der Seite verändern, Wahnsinn. Sind ja richtige Five-Hats hier. Die Dudes. Mhm. Sehr geilomat hier. Okay, cool, danke. Achso, der will mit mir sprechen. Bist immer noch du selbst, Stärke, was brauchen unsere Welt, Realität, bla bla bla. Jo, dankeschön. So, jetzt darf ich hier weitermachen. Hier. Okay, aber der hat gesagt, ich soll hier auf 8 gehen und dann darf ich erst. Okay. Die Ratskammer. In welcher Zeit ist denn die Ratskammer überhaupt? Ich bin jetzt hier Ende der Zeit. Das schaut ja beschissen aus. Hier. Freigeschaltete Zeitlinien. 1 von 10 freigeschalteter mächtige Zeitlinien. 0 von 10 Monolithen vervollständigen 20. Also einem schon ziemlich an die Anfang. End der Ende. Gut, Ratskammer. Gehen wir da rein. So, jetzt habe ich diese Typen nicht mehr. Bei der Taste W, bei W, 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 W. Da habe ich die Tasten da nicht mehr. Aber den Golem, den habe ich noch. Den Golem, hallo. So. Mal kurz diese Dinge testen, W. Jo, Alter. Ach du Scheiße, die Spells bleiben Erhalter. Ich nochmal W drück? Da kann ich mich nochmal porten? What? Was zum... Alter! Was denn jetzt passiert?
Habe ich schon? Kann ich schon noch einen? Nee, kann ich noch nicht. Was zum Teufel? Das ist ja ultra. Das ist ja ultra. Kranke Scheiße. Acht. Kann ich mich ja wirklich doppelt blinzeln. Das ist ja anders, anders crazy. Das ist ja anders, also das ist ja, what? Also, boah, bis, da muss ich erstmal dann üben mit dem. Ist er? Ach, hier haben wir auch noch. Welches haben wir denn? Achso, nur weil es halt neu dazu brauche ich nicht. Aber ich habe auch keinen Spell, ne? S. Nee. Krass. Was will ich machen? Erreiche die Oberfläche hinter dem geschützten Wald. Erzähle jemanden von der Ratskammer. Erzähle jemanden in der Ratskammer von deinen Erlebnissen. Finde Grund. Ich muss irgendwie. Wie erzähle jemand? Wie irgendjemand oder was? Mit ihr. Was für eine Bitte annehmen? Habe ich die kleine Zuflucht. Ich erzähle jetzt einfach mal jemand davon. Hier. Aber hier ist die Ruine. Aber da ist auch... mächtige... Aber warte mal. Hier ist noch... Erzähle jemanden. Ist hier noch. Wem soll ich denn hier erzählen? Wer hat denn Bock mit mir zu reden hier? Gar keiner, oder? Mit wem soll ich denn hier plaudern? Warum, also dieses Kopfding blinkt die ganze Zeit. Ach so, was heißt über Zeit? Ach, ich erzähle ich oder was? Ah, hier, okay. Und dann habe ich ihr das erzählt. Also weh, boah, jetzt sieht das, weh ist jetzt wild. Einfach so eine komische Schattengestalt da. Hätte selbst zum Untoten und kann dann halt nochmal Porten blinzeln. Hier, jetzt gehe ich dahin. Ich muss sofort blinzeln mit der Taste. Wusste ich nicht. Achso, ich habe keinen Fluch an. Ah, ich hatte keinen Fluch, deswegen hat das alles so lange gedauert. Das Blinzeln kostet aber auch nichts. Wow, dieses Geräusch. Okay, hier soll es anscheinend weitergehen, aber hier auch. Deswegen den Spell aufrechterhalten, verstehe ich, macht Sinn. Weh. Und Fluch. Alter, wie wild. Kann ich nochmal W drücken? Ich halte meine Tastatur gar nicht auf WSAD. Krass. Ja, wie schnell. Geht nochmal, oder was? Kann ich ja doppelt blinzeln, echt? Achso, ich bin wieder eine normale Gestalt. Muss kurz Headset tauschen. Weil stört mich mit Low Battery. Alter. Einfach 20 mal blinzeln auf einmal. Achso, die Gestalt bleibt erhalten, je mehr Schaden ich mache, gell?
Hatte ich ja gelesen. Lol, das ist ja wieder wie der Priester früher. Jetzt ist nichts mehr da. Jetzt nehme ich die Gestalt. Boah. Was zum Teufel? Anders wild. Lass mich mal eine Sekunde kurz von der Tastatur gehen. Ich muss kurz wechseln. Vielleicht gehe ich sogar kurz auf Kabel. Ich glaube, ich blöb noch ein bisschen hier. Ich gehe mal. Oh, alles. Oh, hier ist der Kabelhass. Ich kann sich verheddern überall durch tausend verschiedene anderen Kabel hier. Rechts, links. So. Das mal ein bisschen putzen hier. So. Mal schauen, wie die Lautstärke ist mit dem. Oh, ganz dumpf mit dem hier. Der hat ja nur Höhen, das Ding. Okay, krass. Kann ich hier I drücken, das wieder hin und fertig. Zack, hier hinblinzeln. Wow. Ich hab ja bald noch mehr Range mit dem Fluch. Der Schaden macht eigentlich die Explosion. Das ist krass der Unterschied zwischen den, mal hier, mal zu dem hin. Kann ich zurück? Boah, geil, Mann. Einfach zurückporten. Macht dieses nochmal W-Drücken auch extra Schaden? Ich drücke mal für Tab das da, eben sich ihm machen. Muss ich mal vielleicht auf die Maus legen. Ich kann mir ja noch den Cooldown reduzieren, was das angeht. Erreicht Oberfläche hinter dem geschützten Wald. Oberfläche? Ist denn... Was ist denn hier hinter diesem Ding da? Als ob da irgendwas wäre. Bei 60 Frames muss ich in Frames eh nicht anzeigen. Das hier macht noch extra Schaden, oder? Schätze ich mal. So, der hat keinen Buff. Kein Debuff. Das Ding ist, wenn ich das mache, bin ich halt immer irgendwo anders. Aber auch nicht schlimm. Ja, jetzt ist immer klar, ich denke immer, meine Gesundheit geht runter, aber es ist ja nicht die Gesundheit. Also mal schauen, wenn neu dazukommt, den Fluch nochmal zu machen. Wahnsinn. Bis jetzt ein interessanter Kampfstil. Wird nur wild mit den ganzen Buffs hier. Yo! Da. Hier. Zack. Boah, ich denke immer, ich stirb da, ne? Was ich ja dann nicht tue, wenn es null erreicht. Mein Golem fast tot, holen wir uns 9. Explosion, AOE.
geduldiger, irgendwas. Wird langsam Zeit, glaube ich, für neue Waffen. Wird langsam Zeit für irgendwas, was ich halt auch tragen darf. Nimm mal doch ein paar mit für ein bisschen Kohle. Hört sich wild an, irgend so ein Geräusch von irgendwas. Cool. Bis jetzt very nice, very, very nice. Irgendwie das Sitzen ist halt anders, anders scheiße, hey. Das Sitzen ist halt wild. Schön AOE hier, zack, zack. So, der lebt noch. Ist nicht für mich hinsetzen, dass ich da nicht aufs Steißbein drücke. Oh, ich war auf einmal direkt woanders. Bla bla, okay, okay, okay. So, dann geht's weiter. The cultists had a philosophy. The void transcends reality. And by embracing it, so could they. After all. This world was gone. If they devoted themselves to despair, ich verstehe. Did welcome them. A form of hope. Ja. Desperate. Puls geht nicht. Worthless in the end. Okay, okay. Der Puls geht nicht. Was soll das? Puls bleibt bei 92. Ah, ich muss, glaube ich, nochmal connecten hier. Zeitalter, Ruins, irgendwas. Komm. Don't lose time. Connecte. Ach, das App hat sich geupdatet. Fullscreen kann ich jetzt machen. Jetzt hat er connected. Gar nicht gemerkt, dass er sich irgendwie geupdatet hat. Ist doch gar nicht angesteckt. Achso, aber ich habe nach 2 Tagen wieder mal WLAN angemacht. Okay. Let's go. Ja. Jetzt, Alter, 64 hatten wir, glaube ich. Ah, hier ist so ein... Das haben wir schon nie. Aber da, das ist die richtige Richtung. Ich muss jetzt nicht dieses Wesen da werden, reicht ja hier so... Zack. Was für eine gehässige Lache hier. Ganz wild. Vergessen, W zu drücken, Q zu drücken. Voll der Sensenmann bin ich hier. Ist ja ganz crazy Maisy hier. Oh, wieder so ein spezieller. Ich habe meine Sensenfähigkeit nicht, aber macht nichts. Das ist ja easy. Darf ich auch nicht looten? Ich darf ja gar nichts looten. Ist er ganz böse. Bis zum Ende aber so mich hier quälen. So, noch ein neues, obwohl schon eins war vor ein paar Meter. Oh! So Spinnen, diese komische Sachen schießen wie in Akt 2.
Jawohl. Next Level. Next Level. Oha. Einfach tausende auf einmal. So, ich darf hier noch da gar nicht. Ist krass, wenn man dann das Grüne ablaufen lassen darf und das, das Rote dann nicht. Was habe ich da? Ich habe dauernd nur irgendwelche anderen Sachen hier. Geil. Ja, irgendwo hin. Da. Jo, das hat sich wieder voll aufgefüllt. Geil. Dass so viele Gegner sind. Aber der Sensenmann hier, 24-7. Achso, ich muss Punkte verteilen, bin ja gelevelt. Un momento. So, haben wir 20. Gut. Jetzt hierhin, dahin. 10 rein. Okay, passt. Nochmal neu den Golem holen. Ultra. Bis jetzt bereust du nicht, mich für das Spiel entschieden zu haben. Sieht doch mal so eine Elite-Fuzzi her. Oh, hier auch. Zweimal gedingst hier. Ja, wenn die treffen, ist es nicht ohne. Trotzdem mal heilen einfach. Jetzt noch die Nekrogestalter machen? Nö, oder? Ne, wie heißt die? Schnittergestalt. Schnittermitter. Ich habe nicht gesehen, dass ich low bin. Ich darf ja in der Gestalt. Das ist total wild. Also in der einen Gestalt darf ich auf 0 sinken lassen. In dieser Gestalt darf ich es nicht auf 0 sinken lassen. Eieieiei. Gar nicht geschaut hier auf das Teil. Okay, jetzt gehe ich hier rechts oder was? Statt hoch? Keine Ahnung. Gute Stahlung. Ah, warte. Ich hab eine Idee. Moment, das ist dann vielleicht einfacher. Hier. Ja, aber ich will meine eigene Leiste auch. Spielanzeigen über Dieneranzeigen. Ja, ich will auch so eine Leiste haben über meinen Kopf. Das geht natürlich nicht, ne? Okay, schade. Ich hätte gern auch so einen Strich über meinen Kopf, dann kann ich halt darauf achten. Weil in dieser Gestalt darf ich halt das machen. Mir gereicht. Jo, geil.
Zack. Was macht das überhaupt? Intelligenz plus 2 Mana Regenerierung. Für was brauche ich denn Mana? Was nutzt denn Mana? Das braucht Mana. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie nichts als Mana verbraucht. Wow, was ist denn das alles hier? Die springen mit ihrem Bauch. Oh, wow, das. Ach so. Lol, ich kann sogar Heil dran geben. Dann kann ich die Gestalt länger halten. Das. Echt? Okay, das ist heftig. Warte mal, ich wollte eigentlich dieses Ding da auch nutzen. Habe ich nicht genutzt oder was? Das Ding da wollte ich nutzen. Irgendeinen Buff kriege ich halt dann. So. Zack. Der Typ hier macht